Sehr geehrten Damen und Herren, ein ganz herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite hier im Münchner Osten, hier in Trudering bei BMW Automark. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute hierher gekommen sind, trotz des schönsten Biergartenwetters, und dass Sie gesagt haben, Mensch, dieses Thema Wirtschaft 4.0, Deutschland fit für die Zukunft. Ist Deutschland fit für die Zukunft? Das interessiert uns und da kommen wir hierher. Herzlich willkommen hier bei BMW Automark. Es ist, denke ich, auch ein Zeichen dafür, dass Sie heute gekommen sind, dass Sie auch festgestellt haben, dass die Digitalisierung inzwischen alle Lebensbereiche umfasst. Es hat wahrscheinlich jeder von Ihnen ein Smartphone in der Tasche und wenn nicht, dann vielleicht noch ein anderes mobiles Gerät. Vielleicht haben Sie einen Computer zu Hause und kommunizieren auf jeden Fall mit Ihren Kindern oder mit Ihren Verwandten oder auch Geschäftspartnern, Freunden elektronisch. Und dieser Wandel, den wir erleben, der umfasst alle Lebensbereiche. Eben nicht nur das private Leben, sondern auch die Mobilität, das Lernen, das Arbeiten. Wir wollen, und davon bin ich überzeugt, dass wir es auch müssen, die Digitalisierung als Chance begreifen. Es ist Chance und Herausforderung. Und wir wollen, dass diese Digitalisierung für Sie alle, für die Menschen in unserem Land, zu einem Gewinn wird. Das ist unser Ziel, das ist mein Ziel und dafür haben wir auch die letzten Jahre im Deutschen Bundestag die Weichen richtig gestellt. Für diesen Wandel und ihn zu gestalten, ist aber auch ein Dialog mit allen Betroffenen notwendig und deswegen freue ich mich besonders, dass Sie heute alle so zahlreich gekommen sind und dass wir auch im Anschluss dann an die Eingangsstatements unserer beiden Ehrengäste heute Abend dann auch die Möglichkeit haben, noch ins Gespräch zu kommen. In den vergangenen Jahren, ich habe es vorher angesprochen, haben wir in Berlin sehr viel auf den Weg gebracht, gerade was den Bereich Digitalisierung angeht. Ich denke an den Netzausbau, lieber Alexander, ich denke an den Bereich Mobilität, E-Mobilität. Ich denke aber auch an den Bereich, für den ich in Berlin Verantwortung die letzten 4 Jahre getragen habe oder mitgetragen habe, nämlich Bildung und Forschung. Hier haben wir uns auch auf die neuen Herausforderungen eingestellt. Wir haben versucht, Projekte zu initiieren, um die mittelständischen Unternehmen mitzunehmen auf diesem Weg zur Digitalisierung. Wir haben Projekte ins Leben gerufen, um den Ausbildungsbereich fit zu machen für die Zukunft, die Studiengänge fit zu machen für die Zukunft. Und wir müssen aber auch noch weiterhin, der Weg ist nicht abgeschlossen, wir müssen auch noch weiterhin hier dranbleiben und hart arbeiten, denn das Ziel der Bundesregierung, das Ziel der Abgeordneten im Deutschen Bundestag ist, dass wir weiterhin unter den besten 4 Ländern dieser Erde sein wollen. Sie haben richtig gehört, unter den besten 4 Ländern dieser Erde, was den Bereich Innovationen angeht. Gemeinsam mit Singapur, mit der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika sind wir nämlich unter den besten 4, was Innovationen angeht. Und das soll auch so bleiben. Deutschland ist Fabrikausrüster der Welt, deswegen kommen wir auch an dem Thema Digitalisierung nicht vorbei und das wollen wir auch gar nicht. Digitalisierung sichert Arbeitsplätze, sie verändert Arbeitsplätze. Ja, vielleicht wird auch der ein oder andere Arbeitsplatz in Zukunft so digitalisiert sein, dass man ihn vielleicht auch nicht mehr braucht. Aber deswegen geht es dann gerade auch darum, dass wir die Menschen nachqualifizieren und ihnen auch eine Zukunftsperspektive aufzeigen. Darüber kommen wir heute miteinander ins Gespräch und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und freue mich auf eine Diskussion mit Ihnen und darf jetzt den Bundesminister um sein Eingangsstatement bitten. Lieber Alexander, dir gehört die Bühne.